Ja, hallo meine Freunde und das nächste Video. Wir bauen heute den Master Air MA610P von Cooler Master auf. Ja, den möchte ich heute verbauen und zwar auf das Gigabyte Z270X Gaming 5 Board. Ja. Die RAMs habe ich schon mal eingebaut, Prozessor ist drin, der ist geköpft mittlerweile und mit Flüssigmetall ausgestattet. Die Pinne an der Seite sind mit Wärmeleitpaste gesichert, dass da auch nichts passieren kann, weil das hatten mir einige im letzten Video bei dem i5 geschrieben, dass ich das wohl vergessen hätte. Da könnte natürlich was passieren. Recht haben sie, muss ich auch dazu sagen. Darum hier habe ich alles eigentlich beachtet, was zu beachten ist. Und das ist ein i7-7700K. Den hatte ich schon betrieben mit der Wasserkühlung. Und bei Prime habe ich hier eine Max-Temperatur gehabt von 73 Grad. Nicht übertaktet. Wenn ich jetzt übertakten würde, käme ich mit den Temperaturen auch mit der Wasserkühlung sehr hoch. Darum habe ich ihn geköpft und jetzt versuchen wir das Ganze mal mit einem Luftkühler und schauen mal, wie wir da mit den Temperaturen klarkommen. Also wer nicht übertakten möchte, der sagt, der i7 reicht mir, den muss ich nicht übertakten. Der lässt ihn so, wie er ist und kann ihn ganz einfach mit einer schönen Wasserkühlung betreiben, auch mit einem großen Luftkühler ist das auch noch möglich, wenn man nicht übertaktet, ist alles kein Problem. Wenn man aber übertakten will oder möchte, wenn man sagt, okay, ich will meine 4,8, 5 GHz oder sogar 5,1, ich will alles rauskitzeln, der muss schon köpfen, der muss dann schon mit Flüssigmetall arbeiten. Zwischen CPU und Kühler, Flüssigmetall bringt nichts, habe ich schon probiert, also das hat überhaupt nichts außer Sauerei gebracht. Ansonsten hat das nichts gebracht, das kann ich dir auch nochmal sagen. Das sind meine Erfahrungswerte, die ich euch immer mitteile. Ihr wisst, ich mache nun wirklich sehr viel. Ich habe viele Produkte da gehabt bis jetzt und ich kann auch darüber reden. Was ich schon mal nicht schön finde, es gibt viele Kanäle, die erzählen einem was und erzählen, aber dass die mal irgendwie was getestet haben oder dass die mal was gebaut haben. Ja, mal einen PC-Zusammenbau, das machen die natürlich. Klar, die kriegen die Teile, die meisten Teile dann gestellt. So kommt ja wieder Geld in die Kasse. Aber wichtig ist für mich allerdings immer wieder, was ich euch sage, habe ich entweder wirklich selbst getestet oder selbst probiert. Darum kann ich hier wirklich aus Erfahrung sprechen. Denn reden kann man viel, ne? Kann man ja sagen. Darum meines Erachtens, was ich euch erzähle oder auch wenn Fragen kommen, die ich dann beantworten soll, entweder weiß ich das oder ich schreibe einfach, tut mir leid, kann ich dir auch nicht beantworten und damit ist es fair. Denn es ist euch mit nichts geholfen, wenn ich euch hier irgendwelchen Blabla rum erzähle, sondern einfach nur die Tatsachen erzähle. So, und jetzt kommen wir ganz einfach zum Aufbau des Cooler Master Kühlers. Ja, die Reaktion des Kühlers war ja wirklich super. Schade, dass er immer noch nicht gelistet ist, dass wir da immer noch keine Bestätigung von haben, aber das müsste eigentlich jetzt in den nächsten Tagen eigentlich kommen. Vielleicht ist es sogar schon gelistet, wenn jetzt das Video dann online gestellt wird. Denn es braucht ja ein paar Tage, bis ich es bearbeitet habe, bis ich es vollendet habe. Braucht ja auch immer noch ein paar Tage. So, wir haben also den Kühler schon mal ausgepackt jetzt. Wir haben das Zubehör dabei. Wir legen uns das Zubehör mal hier auf die Seite. Und dann nehmen wir uns auch ruhig nochmal die Bedienungsanleitung und schauen hier einfach nochmal rein, welchen Sockel wir brauchen. Wir brauchen den Intel. Hier haben wir alles AMD auf der Seite. Hier ist der Intel. So, dann schauen wir mal. Also, wir brauchen diese Brackets, die wir dann anschrauben, mit einer Schraube diesmal nur. Ja, sonst sind es schon mal zwei, hier ist es nur eine Schraube, dafür aber wahrscheinlich mit einer Führungsschiene. Das schauen wir uns gleich nochmal genau an. Und wir brauchen dann die Backplate mit den passenden Schrauben. Das sind die E, die hier sind, die sind hier abgebildet. Und die F-Kappen zum Drüberschieben. Ja,
Das schauen wir uns jetzt ganz einfach mal an und dann schauen wir mal. Wir melden mal die Backplate hier als erstes nehmen. So. Ich habe ja schon im Video gezeigt, dass es eine Alu-Backplate ist und wir brauchen, so wie es aussieht, diese Brackets. Weil die langen sind für Arm 3 und Arm 4 und so weiter. So. Dann schauen wir mal, was wir hier an Schrauben haben. Das ist für die Fernbedienung, das ist das Y-Kabel. Also wir haben hier die Klammern. Die kippen wir alle mal aus. Da sind also ein paar breitere dabei und ich schätze mal, wir brauchen die schmalen. So, 1, 2, 3, 4 und die 4 sind für einen anderen Sockel. So, und jetzt brauchen wir noch Schrauben, so wie es aussieht. Ah, ich sehe sie schon, ja. Die legen wir uns auch mal hier hin. Die sind es nicht, die sind es auch nicht, die sind es auch nicht, die auch nicht, die auch nicht. So. Da haben wir schon mal die zwei Schrauben für die Brackets festzuschrauben. So. Jetzt muss ich aber trotzdem mal schauen. Wenn die dran geschraubt werden, die zeigen dann nach unten. So. Jetzt gucke ich mal, ob hier noch ein Bild drin ist. Ah, hier geht's weiter. Moment. Dann müssen wir doch noch die 1, 2. 3, 4 Schrauben haben. So. Und hier brauchen wir noch die 1, 2, 3, 4 Schrauben auch nochmal. So. Jetzt haben wir es. Und dann wird er da reingeschraubt. Ja, jetzt haben wir es. 11, 51, 11, 50. Ja. Also. Wir machen als erstes die Backplate. Die wird so rum aufgebracht, dass man das Glatte hier sehen kann, also von der Rückseite. Dann kommen hier die Schrauben und dann hier die Plastikschieber drüber und die müssen einrasten, genau. Der müsste aber jetzt noch, ja, dann riese noch einen hoch. So. Jetzt sind wir nämlich in der zweiten, dass wir genau in der Mitte sind. Weil 1151 ist genau die Mitte von den Löchern hier. Ja? So, jetzt zeige ich es nochmal schön ausführlich. Also, erstmal reinschieben. Ihr seht, so rum drüber schieben. Jetzt rumdrehen. Dann erstmal einrasten und jetzt haben wir hier den äußeren und jetzt noch einmal reinschieben und jetzt haben wir den mittleren. Jetzt seht ihr das auch hier, da kommt so ein kleines bisschen raus. Ja? Und dann haben wir hier genau die Mittelstellung. Müsste auch gleich genau dann durchs Board passen. Das machen wir jetzt mit den anderen zwei auch noch. Schön finde ich, dass das Alu ist, dass die sich nicht kaputt drehen können. Also immer ein Stückchen drauf schieben, dann hier einrasten und nochmal gezeigt. Hier sind die drei Rillen. Ich zeige sie gleich nochmal. Der war jetzt eins zu viel. Da müssen wir in die nächste. So, hier sind die Rillen. Seht ihr? Hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. Damit wir dann da genau reinpassen. So, machen wir das Ganze hier mit dem letzten auch noch draufschieben. Die Schraube praktisch in diesen Adapter reindrücken. Und jetzt so bis in die Mitte schieben. Und das war's schon. Jetzt haben wir die soweit fertig. Die kommt jetzt von hinten drüber. Dann kommen die Schrauben drauf. Die haben nämlich von beiden Seiten so eine kleine Gummidichtung. Und das machen wir jetzt mal. So, wir nehmen uns jetzt mal das Board.
So, wir nehmen jetzt mal das Board. Und dann müsste das eigentlich direkt passen. Wenn das nicht passt, dann stimmt was nicht. Und hier, ihr seht, das passt ganz locker, schön leicht. Jetzt schaue ich noch mal auf die Rückseite, ob da noch irgendwo was beachtet werden muss. Nein, da stört nichts, da hängt nichts, alles gut. Sieht gut aus. So, jetzt halten wir die ein bisschen fest. Jetzt legen wir die wieder hier auf die Pappe. Und jetzt drehen wir ganz einfach diese 6-Kant-Schrauben drauf. Erstmal locker an. So. So. Und so. Und jetzt haben wir, wie bei Cooler Master jetzt schon öfters gesehen, hier diese Nuss, womit wir jetzt die Schrauben ein kleines wenig festdrehen können. Also die müssen wirklich nur, also ich nehme hier 2 Finger vielleicht und drehe die damit fest. So, also wirklich nur 2 Finger. Und drehe die damit fest. Und halte die Nuss fest, damit die nicht aufs Board fällt. Ja, ich halte die also immer mit den 2 Fingern hier fest. Und das reicht. Die müssen nicht bombig festsitzen. Also nicht jetzt da mit Gewalt anschrauben. So. Ja, einer hat mal geschrieben, 100.000 Mal oder 400 Mal festgeschraubt. Ja. Für mich ist es wichtig, dass das alles ein bisschen vernünftig ist und dass man merkt beim Druck immer wieder, welchen Außendruck man hat, und dann ist das auch vernünftig. Ja, gut. Jetzt kommen wir zum Kühler. Da machen wir jetzt weiter. Das heißt, wir schieben das mal hier oben hin. Und da ist das gute Stück. Ja, das müssen wir natürlich gucken. Hier ist raus. Da ist rein, hier ist der Schriftzug, den kann man lesen, also wird er so montiert. Ja, und dafür machen wir jetzt die Brackets drauf. Und gucken, dass er nicht umfällt. Nur der hält so, gut. Ja, dafür nehmen wir einen kleineren Schraubenzieher, weil die Schrauben sehr fein sind. Dann legen wir die Kabel auf Seite. So. Dass wir das hier mal so ein bisschen wegdrücken erst. So. Jetzt gucken wir mal, ob das hier auch richtig ist, was ich mache. Ja, da ist so eine Kerbe drin. So, und dann schrauben wir den ganz einfach dran. Und ihr seht, ich hoffe, ihr seht das. Ja, der liegt jetzt hier richtig drin. Das ist so eine Nase. Darum auch nur eine Schraube. Der kann sich jetzt nicht mehr viel bewegen. Ganz minimal. Ja. Wo er sich jetzt noch verstellen lässt. So. Das gleiche machen wir auf der Seite. Wir machen die Schraube rein. Wir nehmen das Bracket. Halten es drunter. So, jetzt hat er gepackt. Ja, die mache ich schon, dass sie gut fest sind. Dass ich da also nichts lösen kann. So. Und jetzt wird er einfach nur nochmal, so können wir es lesen. Und dann noch ein bisschen sauber machen. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Kabel alle schön nach oben legen. Das heißt, wir haben hier Lüfterkabel, hier Lüfterkabel und hier ist das Kabel für die RGB-Beleuchtung. So, und damit es nicht so auffällt überall, schieben wir das jetzt praktisch gleich alles schön nach oben weg.
Was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich die Folie entfernen. So, die klebe ich immer mal gerne irgendwo hin, so, falls man noch mal braucht. So, und jetzt nehmen wir noch erst ein bisschen Alkohol. Die CPU habe ich gereinigt. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Alkohol und reinigen auch noch mal die Fläche des CPU-Kühlers. Wie gesagt, da kann immer noch ein paar Rest von der Verarbeitung oder vom Finger. Darum sage ich immer auch hier ruhig noch mal ein bisschen mit Alkohol reinigen. Kann nicht schaden. So, da kommt aber wirklich nichts mehr runter. So, können es Cooler Master lesen. So, jetzt nehmen wir erstmal die Wärmeleitpaste und wir nehmen hier wirklich die von Cooler Master diesmal, weil die wirklich gut ist. Das ist die Pro. So. Da hole ich jetzt meinen Pinsel. So. Das ist mir schon zu viel, also nehme ich ein bisschen mit dem Pinsel weg. Streiche das hier ab. So. Und ihr kennt meine Technik ja mittlerweile. Ich lasse ein bisschen am Rand frei. Verstreiche das mit dem Pinsel hier. Und der Rest drückt sich dann schon raus. So. Das reicht mir. Jeder macht es anders. Ich mache es jetzt seit wirklich ja fast ein Jahr, glaube ich, oder auch schon länger, immer mit diesem Pinselchen hier, und das klappt wunderbar. Ich lasse am Rand immer was frei, so 2 mm, 3 mm. Das Ganze drückt sich dann wirklich sehr schön. Ich habe mal Tropfenform versucht. Am Anfang hat auch öfters mal gut geklappt, aber irgendwann hatte ich mal eine Ecke, da war nichts hingelaufen. Da habe ich dann gedacht, so richtig scheint das auch nicht zu sein. Und ganz bis am Rand verteilen, da läuft mir wirklich zu viel rüber. Ich wechsle ja nun wirklich sehr oft, das merkt er ja mittlerweile auch. Und dann war mir das zu sehr rübergelaufen. Man bekam das manchmal gar nicht mehr richtig alles sauber. Darum, so fahre ich echt gut. So werde ich auch erstmal weiterfahren. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt kommen wir natürlich nicht an den Schrauben. Jetzt müssen wir die Lüfter abnehmen. So. Und da die ja hier jetzt verbunden sind, dann wird das natürlich ein bisschen schwerer. So, jetzt gucken wir mal, wie können wir das hier ein bisschen ändern. Das heißt, wir nehmen hier schon mal das Kabel raus. Hier ist das Kabel für den Lüfter. Ja, und die kriege ich nicht, und darum stecke ich die jetzt einfach hier unten an der RGB-Beleuchtung einfach mal aus. Einfach auseinanderziehen, das geht. So. Und die kann ich dann nachher wieder einstecken. Das Kabel lasse ich, das stört mich jetzt nicht. Und hier seht ihr jetzt den ganzen Kühler in voller Pracht. Also der ist wirklich sehr massiv. Die Kühlrippen sehr massiv. Ja, also wirklich toll. Ich finde toll, ich bin echt mal gespannt, ich lasse mich echt überraschen, wie das Ganze hier gleich funktioniert. So, jetzt setzen wir den auf. Das Schöne ist, das klappt wunderbar mit den Schrauben jetzt. Jetzt schauen wir mal. Die hat schon gepackt. Die hat auch gepackt. Die hat auch gepackt. Die hat auch gepackt. So, da haben wir Widerstand.
auch. Da auch. Da auch. Also man hat einen gewissen Widerstand, dann merkt man das. So, und dann kommen wir hier noch schön an die Kabel dran. So. Jetzt nehmen wir uns den Lüfter. Schauen wir mal, wie wir das Ganze hier wieder zusammengesteckt bekommen. Das muss so rum. So, der steckt schon mal drin. Jetzt kann ich den auch schon wieder draufsetzen. Ich glaube, der RAM stört nicht. Nein. Der sitzt schon drauf. Oder? Na, hier. Doch, jetzt ist er drauf. Ja, der ist drauf. Jetzt machen wir den anderen noch drauf. So, auch. Dann machen wir den auch fest. Ja, der ist auch fest. Und ihr seht hier, RAM-Freiheit. Ich habe jetzt hier den ersten RAM drin. Nicht drin. Ich habe ja nur zwei Riegel drin zurzeit. 16 GB. So, und der hat also wirklich Freiheit. Der erste RAM-Riegel könnte etwas dran kommen. Ja, also, aber ihr seht von der Höhe her, meine sind ja wirklich schon sehr hoch. Passt es, wenn er ein klein bisschen tiefer ist, auf jeden Fall. Sind sie jetzt noch höher? Könnte es sein, dass der erste Riegel, ich probiere es einfach mal aus, kommt. Machen gar kein langes Probieren. Man kann ihn ja mal umstecken. So, jetzt stecke ihn hier ein. Einmal. Zweimal. Und ihr seht, der passt nicht. Der ist zu schräg, da müsste ich jetzt mit Gewalt dran und das mache ich nicht. Darum, also RAM-Freiheit für den ersten RAM, für die erste RAM-Bank ist leider nicht da, wenn er zu hoch ist. Ist er jetzt ein bisschen tiefer, der RAM, passt der drunter, also ich zeige es nochmal, das ist nicht viel, ja, was da fehlt. Ne? Aber wie gesagt, ich bleibe da lieber ehrlich, also er würde mit Gewalt, ja, aber ich will da nicht. Ne, man könnte ihn vielleicht auch reinsetzen und dann den Lüfter nochmal versuchen dran zu kriegen, aber das wird dann auch schwierig. Also lasse ich es lieber und sage, erster RAM-Riegel, knapp. Knapp, sehr knapp. Ja, also wenn er hoch ist, wenn er hoch, habt ihr normale RAMs, passen die hier wunderbar rein, braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen. So, also damit ist der Kühler installiert. Ja, und ich finde, es sieht sehr schön aus. Die Kabel werden jetzt sauber schön verlegt. Ja, ich mache jetzt hier nur so einen Test mal und schließe den gleich mal an, dass ich mal wissen will, damit ihr auch seht, wie das Ganze funktioniert. Darum, das neue Projekt soll ja eigentlich, ne, ihr wisst ja, ihr seht ja schon, ja, aber lasst euch überraschen, das neue Projekt wird richtig geil werden. Darum zeige ich euch das gleich mal. Ich schließe das jetzt alles mal an hier und wir schauen uns das Ganze dann mal von den Temperaturen auf dem Rechner an. So, meine Freunde, ja, ich habe es jetzt gerade alles angeschlossen. Ich mache mal das Licht aus. So, und ihr seht, der PC ist auch direkt hochgefahren, alles gut. Und hier läuft unser Kühler. Und ich muss dazu sagen, er läuft sehr leise. Ja. Und es passt sehr gut mit dem RAM auf jeden Fall.
Ja, ich habe ihn jetzt nicht übers Bord angeschlossen, sondern ich habe mir einfach hier eine Verlängerung mit der Fernbedienung erstmal gelassen für hier. Jetzt zum Zeigen, zum Testen, glaube ich, das reicht hier vollkommen aus. Hier seht ihr auch meine Grafikkarte ja, die geänderte. Sieht echt stark aus. Ist echt gut geworden. Ja, und dann schauen wir uns jetzt gleich mal Temperaturen an, ne? Ja. Also ich finde wirklich, das ist sauleise. Na, schauen wir nachher mal, wenn ich ihn mal auf Volllast gebe, wie er sich da anhört. So, meine lieben Freunde, ja, jetzt zeige ich euch nochmal hier. Also, Prime läuft jetzt auf Hochtouren. Wir sehen hier, die CPU läuft mit 4,5 Gigahertz. Wir haben eine Voltzahl von 1,284, 1,3, ja. Dann haben wir hier unsere Temperaturen. Wir sehen jetzt hier Max-Temperaturen von 55, 56 Grad. Ja, und das ist natürlich spitze. Das mit dem Luftkühler. Und der läuft jetzt auch nicht irgendwie, dass er schon auf volle Touren laufen würde, sondern ich zeige euch mal hier. Der hat jetzt, die Lüfter drehen sich gerade mit 1000 Umdrehungen. Und maximal haben die Lüfter ja, ich schau mal gerade noch, 1800, 600 bis 1800 Umdrehungen maximal. So, normalerweise müsste er ja schon viel höher drehen, aber da der, ja, die CPU ja auch geköpft ist, ist das natürlich im Moment normal. Ja, also hier seht ihr nochmal da unten, da steht CPU 1100 Umdrehungen haben die Lüfter jetzt vom Luftkühler Cooler Master. Schauen nochmal hier oben. Ja, hier zum Beispiel CPU-Package, da gucken auch viele auf die Temperatur. Da haben wir jetzt 60 Grad mittlerweile jetzt erreicht. Ja, aber für einen Luftkühler unter Prime 95 ist das natürlich absolut super. Ja, also wir sehen hier, jetzt hat er hier schon mal 61, hier auch 61. 61, ein Kern hat 58 Grad. Also einer hat jetzt hier sogar 64 mal kurz gehabt. Ja. Aber ansonsten alles super. Läuft super. Und man hört den Lüfter jetzt auch. Ein bisschen surren hört man, aber wenn der im Gehäuse wäre, der steht ja jetzt hier neben mir. Und mit der Lichtoptik von dem Cooler Master, also absolut fantastisch. Absolut schön. Ja. Und darum, jetzt kann ich natürlich auch schön übertakten und da kann ich dann auch wenigstens, können ruhig noch 10 oder 20 Grad draufkommen. Das für einen Luftkühler. Wenn ich dann übertaktet habe mit 5 GHz und komme dann vielleicht auf eine Temperatur von 70 Grad oder 80 Grad, ist das alles super. Alles gut. Ja. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Viele sagen, ah, 50 Grad ist, ach, ist ja Blödsinn. Also ich sage immer, wenn eine CPU um die 60 Grad hat, ist doch alles im grünen Bereich. Auch 70 ist alles noch im grünen Bereich, sogar 80. Also wann erreicht man mal diese Auslastung? Ja, die Auslastung mit Prime ist ja sehr hoch. Die erreicht man auch nicht beim Spielen. Ja, darum, wenn man jetzt rechnet, beim Spielen habe ich hier vielleicht nochmal, vielleicht sogar 10 Grad weniger. Also ist doch alles easy, alles gut. Ja, ich freue mich. Es hat wunderbar geklappt. Ihr habt ja mein Video gesehen von Köpfen. Das hat wirklich super schön einfach hat das geklappt. Super schön. Also absolut toll. Ja. Und der Kühler, ich kann den wirklich, ich kann euch nur sagen, der ist absolut fantastisch, der Kühler. Ja. Weist super Werte auf. Absolut toll mit der Lichtoptik. Das Anbauen des Kühlers war auch sehr einfach. Ihr habt es ja gesehen. Also ja. Wenn euch das gefallen hat, freut. Freunde, jetzt seht ihr, wir sind bei 5 GHz, bei einer Voltzahl von 1,9, 1,38 Volt. So, und haben jetzt eine Temperatur von, ja, ein Kern hat schon hier 70, 68, 70. Ah, jetzt laufen die Lüfter auch ein bisschen schneller, klar. Jetzt schauen wir mal, wie schnell die Lüfter laufen. Ja, jetzt laufen sie fast auf volle Touren. Und die hört man auch jetzt. Ich glaube, das hört ihr, glaube ich, auch jetzt.
Und immer dran denken, er steht draußen. Ja. 1710, 1720 Umdrehungen. Schauen wir nochmal die CPU-Package. Hier haben wir nochmal 68, 71 Grad. Das unter Volllast jetzt bei 5 GHz anliegend. Ja. Kann man nicht meckern. Also das ist eine super Temperatur, 70 Grad, hallo. Das mit dem Luftkühler finde ich schon absolut gut. Schaut mal die Kerne hier oben. Die laufen sowieso, die haben nur eine 50 Grad, 40 Grad, ein Kern 45 Grad. Und der eine Kern hier hat 70 Grad. Ja, warum jetzt der, genau der eine? Schauen wir mal. Sie haben alle 5 GHz liegen an. 0, 1, 2, 3, ja. Also. Jetzt habe ich aber schon mal gesehen, dass ein Kern so ein bisschen aus der Reihe tanzt, je nachdem. Hat man schon mal. Habe ich auch bei AMD, bei Ryzen gehabt. Da war auch ein Kern immer etwas höher. Aber ihr seht hier die Temperatur, das ist alles im grünen Bereich. Na, und das bei 5 GHz, also. Die lässt sowieso wahrscheinlich keiner auf Dauer. Auf Dauer macht man vielleicht 4,8, vielleicht 4,9. Ja. Aber ihr seht, es läuft stabil, es läuft wunderbar. Also man kann hier wirklich nicht meckern. Und das mit einem Luftkühler. Die Temperaturen hinzukriegen ist schon, ja, guck mal, die haben ja sogar weniger Grad wie vorher auf Stock. Da waren die alle auf 60 Grad. Ja, aber da lief der Kühler auch nur mit knappe 1100 Umdrehungen. Jetzt läuft er mit 1800 Umdrehungen. Gibt hier richtig gut Gas, da zieht richtig was durch. Also da ist schon Luft. Mein lieber Mann. Also vom Kühler her, von der Luft her, gar kein Thema. Da schafft er das. Ja, also. Ich kann auch nochmal neu starten. Manchmal hat er ja so ein bisschen, wenn er ausliest, andere Werte. Viele nehmen auch ja gerne Core Temp zum Nachschauen der Temperaturen. Ja, aber ihr seht, da ist hier der eine Kern immer noch auf 68, 70 Grad. Die anderen sind alle bei 50, 40, 50 Grad. Echt Wahnsinn. Toll, finde ich gut. Ne, CPU-Package hier 67 Grad. Also alles gut. Für einen Luftkühler, ja. Also da kann man nicht meckern. Aber wann kommt man mal an die Temperaturen? Jetzt kann man sich vorstellen, beim Spielen habe ich dann vielleicht max 60, 55, 60 Grad. Also alles gut. Alles gut. Ja, ich hoffe, die Werte haben euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so meine Freunde. Ja, ihr habt es gesehen. Super Temperaturen. Der Kühler ist absolut schön. Und ja, das leichte Surren, wenn er dann mal auf Temperatur kommt. Aber wann kommt er mal auf diese Temperatur, sind wir mal ganz ehrlich. Also wenn der so jetzt hier mit 700 Umdrehungen, 600, 700 Umdrehungen vor sich her, da ist, also, das ist eine Pumpe von der Wasserkühlung wirklich eher zu hören. Ja, also ich finde es toll. Macht einen sehr guten Eindruck. Klar, ganz tolle Sachen jetzt in Zukunft noch und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Der Kühler ist meines Erachtens absolut schön. Also Optik und auch die Kühlung stimmen hier absolut. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile jetzt gelistet ist. Ich will es hoffen. Wenn nicht, tut es mir echt leid. Aber er wird ja kommen. Könnt ihr euch drauf freuen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen vielleicht ein Weihnachtsgeschenk oder so. Ja, aber es ist ein super, super Teil. Es ist ein super schickes Teil und ja. Und auch wenn der CPU jetzt nicht geköpft wäre,
Glaubt mir, er macht seine Arbeit. Ja, er macht seine Arbeit echt hundertprozentig. Und ich finde es absolut super. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, da freue ich mich drüber. Und wie gesagt, die nächsten Videos kommen. Und ich sage ganz einfach, tschüss zusammen.